Shalom, Shalom. Ich habe euch schon angekündigt, dass es jetzt viele Botschaften gibt über Reich Gottes Leben. Denn ihr Lieben, das Reich Gottes ist nicht konform mit dem Reich dieser Welt. Und um Reich Gottes Bürger zu werden, müssen wir erkennen, was es bedeutet, ein Reich Gottes Bürger zu sein. Ein Reich Gottes Bürger, der die Prinzipien des Reiches Gottes in seinem Innern verstoffwechselt hat. Und da rate ich euch alle noch einmal das Buch zu bestellen bei Amazon, über 40 Tage Reich Gottes von der Strand der Freude Gemeinde in Pforzheim. Und das dann auch in euren Gebetskreis, in euren Familien durchzumachen. Denn ihr Lieben, das ist unsere Zukunft. Und heute darf ich aufgrund der guten Notizen vom Senior Pastor Edmund Exler von der Strand der Freude Gemeinde in Pforzheim zu euch sprechen über die Kühnheit in der Erwartung der Vollendung des Reiches Gottes. Wisst ihr, das Reich Gottes hat begonnen mit der Auferstehung Jesu Christi. Da hat er, wie Jesus am Kreuz gestorben ist, ist er als erstes in die Hölle gefahren, um dem Teufel alle Schlüssel abzunehmen, alle Autorität abzunehmen, die er durch den Hochverrat von Adam und Eva gewonnen hat. Und da hat Reich Gottes eigentlich begonnen. Aber wir sind jetzt sehr nahe der Vollendung. Wir haben jetzt viele Jahre nur Kostproben davon gehabt, viele Jahrhunderte nur Kostproben. Wir haben diese einzelnen Menschen, die Reich Gottes gelebt haben, haben wir heilig gemacht. Aber ihr Lieben, im Grunde genommen sind wir alles Heilige, sind berufene Heilige, sind berufene Könige, berufene Priester, berufene Herrscher. Wir sollen regieren in Jesu Namen, über die Finsternis, über die Machenschaften des Widersachers. Und da möchte ich jetzt heute von dieser Botschaft die Kühnheit in der Erwartung der Vollendung des Reiches Gottes. Ihr Lieben, es braucht Kühnheit, um zu glauben, dass dieses Weltsystem noch zu verändern ist. Aber ich glaube, wir werden unsere herrlichsten Wunder erleben in den nächsten Wochen, Monaten und sehen, wie die Dunkelheit sich offenbaren muss und das Licht den Sieg gewinnt. Ja, hier stellen wir uns vor, der Herr Jesus starb, er hatte gar kein Grab vorbereitet, nichts. Und dann heißt es in Markus 15, 43, da kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete und wagte es, ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Das war ein ganz starkes Bekenntnis zu Jesus Christus in dieser sehr aufgewühlten Zeit. Josef von Arimathea war ein reicher Jude und wahrscheinlich ein Mitglied des Sanhedrins, des altjüdischen Gerichts in Jerusalem. Anhand der Bibelstelle können wir erkennen, dass Josef mangelnde Erkenntnis von der Gegenwart des Reiches Gottes hatte, obwohl Jesus das Evangelium vom Reich Gottes predigte. Davon lesen wir im Evangelium von Markus, Markus 1, 14 bis 15. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubt das Evangelium. Und Evangelium heißt die frohe Botschaft. Da predigte Jesus die frohe Botschaft von der Chance auf ein verändertes Leben. Eines garantiere ich dir, wenn du ein Reich Gottes Bürger werden willst, Veränderung ist dran, und zwar täglich. Gott verändert sich nie, aber wir müssen es verändern. Jeden Tag mehr in das Ebenbild Jesu Christi. Buße ist das Erste, was ein Mensch tun soll, um in das Reich Gottes kommen zu können. Die Bibelstelle macht deutlich, dass nur der, der zu Gott mit Reue, das heißt einer Erkenntnis, wo er falsch gelegen ist, falsch gelebt hat, falsch gedacht hat, für seine Sünden kommt, also Reue, das heißt ich erkenne, es war falsch, und ihn um Vergebung bittet. Und dadurch hat er Zutritt in das Reich Gottes. Auch in seinem Gespräch mit Nikodemus im Johannesevangelium machte Jesus deutlich, dass der Mensch anders werden soll, aber weil ein Mensch sich auch aus eigenen Anstrengungen verändern könnte,
verglich Jesus die Veränderung mit der Geburt, bei der ein Mensch zum Leben geboren wird. So wird auch ein Sünder neugeboren zum Leben in dem Reich Gottes mit neuer Denkweise und neuem Verstand und nicht nur in antrainiertem Verhalten. Aus diesen Worten Jesu können wir erkennen, dass das Reich Gottes sich ausbreitete. So sah das Wirken von Jesus aus. Er predigte, er sprach die Botschaft aus, Herzen wurden berührt und verändert. Auch Josef hörte das Evangelium vom Reich Gottes. Er war erfüllt mit der Hoffnung des kommenden Reiches Gottes und erwartete auf das Reich Gottes. Durch die Erwartung des Reiches Gottes wuchs in seinem Herzen auch das Verlangen danach und ebenso wuchs Mut. Weil Jesus Christus das Evangelium vom Reich Gottes predigte, wurde er auch als Person verbunden mit den Vorstellungen vom Reich Gottes. Als diese Vorstellung von Jesus Christus als König des Reiches Gottes in Israel durch seine Kreuzigung zerschlagen wurde, da waren viele enttäuscht, waren viele seiner Nachfolger enttäuscht. Ja. Einer der schlimmsten Enttäuschten schon vorher war Judas. Die Kühnheit im Herzen Josefs bewegte ihn, mutig zu Pilatus zu gehen, den Leib Jesu zu nehmen und ins Grab zu legen. Als Gläubige können wir lernen, dass Hoffnung und Kühnheit uns zum Handeln bewegen und wenn alles kompliziert scheint und schwierig zu verstehen ist, auch dann. Auch in unseren täglichen Herausforderungen sind Hoffnung und Kühnheit wichtig. Wichtig für unser richtiges Handeln im Reich Gottes. Und da lesen wir jetzt wieder eine Schriftstelle in Lukas 17, 20, 21. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, Jesus, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es, oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Die Botschaft vom Reich Gottes steht in einer Spannung zwischen schon und noch nicht. Im Handeln und Reden von Jesus ist das Reich Gottes schon sichtbar, die endgültige Vollendung steht aber noch aus. Das Reich Gottes ist gegenwärtig und zukünftig zugleich. Das Reich Gottes ist mit dem Kommen Jesu angebrochen. Dieses Reich, in dem Gottes Wille allein herrscht, ist noch lange nicht fertig. Ihr müsst zugeben, wir haben jetzt wirklich 2000 Jahre lang gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und was haben wir getan? Unser Wille geschehe. Und jetzt sehen wir, in welchem Schlamassel diese Welt dadurch geraten ist. Reiner Egoismus, reine Selbstbezogenheit. Und das zu verstehen und gemäß dieser Erkenntnis auch zu handeln, ist auch bei uns gefragt. Die globale Arbeit des Heiligen Geistes zu sehen und zusammen mit dem Heiligen Geist das Reich Gottes zu bauen, ist ein Vorrecht, das wir als Kinder Gottes bekommen haben. Du und ich, wir sind Baumeister des Reiches Gottes. Und anfangen tut es da drinnen. Zuerst muss Reich Gottes in dir geschehen. Wir müssen die Veränderung werden, die Gott nach außen hin manifestieren möchte. Ja. Und zur Erfüllung dieser großen Aufgabe, die uns damit anvertraut ist, müssen wir noch viel lernen. Das wusste der Apostel Paulus und darum bemüht er sich in den Gemeinden, das Verständnis für das Reich Gottes aufzubauen. Im Apostelgeschichte 14, 22 lesen wir, sie befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Reich Gottes beginnt dort, wo ein Mensch den Tod Jesu für sich persönlich in Anspruch nimmt, ihn als seinen Herrn und Retter anerkennt und somit unter Gottes Herrschaft kommt. Wisst ihr, es heißt in der Bibel, alle, die ihn aufnahmen, die bekamen das Reich, Kinder Gottes zu werden. Vorher sind wir Geschöpfe Gottes, aber Kinder Gottes werden wir erst, wenn wir Jesus Christus aufnehmen in unser Herz. Der Heilige Geist ist einer der Beweise dafür, dass das Reich Gottes schon heute hier ist. Apostel Paulus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, baute dieses Reich Gottes mit tiefer Überzeugung. Er sah die geistliche Welt und er wandelte im Geist.
In der Apostelgeschichte 28, 30 bis 31 lesen wir, er, Paulus, aber blieb zwei ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freiwilligkeit ungehindert. Ihr Lieben, jemand hat mir mal gesagt, es braucht echte Kühnheit, ein Sünder zu sein. Aber es braucht echte Kühnheit, ein Heiliger zu werden. Es braucht Mut. Durch Kühnheit geschehen Veränderungen in unserer Umgebung. Apostel Paulus lehrte mit allem Freimut. Obwohl Apostel Paulus unter schwierigen Umständen lebte, brannte es in seinem Herzen, die große Aufgabe, die Gott ihm anvertraut hatte, auch auszuführen. Alle, die zu ihm kamen, nahm er auf, lehrte sie, damit sie das Reich Gottes weiter verkündigen konnte. Der Apostel beugte sich nicht unter dem Druck der schwierigen Umstände, sondern öffnete seinen Mund, lehrte und predigte mit allem Freimut. Weil das Reich Gottes so herrlich ist, so stark, so notwendig für die Menschen auf dieser Erde, darum hat Paulus die Zeit, die ihm noch zur Verfügung stand, ausgekostet mit mutigen Predigten über das Evangelium vom Reich Gottes. Paulus wusste, dass man nur mit mutigem Verhalten alle schwierigen Widerstände im Leben überwinden kann. Auch Josef wusste nach dem Tod Jesu, dass nur das mutige Handeln den großen Druck gelockert hat, der auf allen Jüngern lastete. Josef wagte es und ging zu Pilatus hinein. Dann lesen wir Matthäus Evangelium 27, 57 bis 60. Als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathäa mit Namen Josef, der auch selbst ein Jünger Jesu war. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, den Leib zu übergeben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in seine neue Gruft, die er in den Felsen ausgehauen hatte. Und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft und ging weg. Es hat Mut gebraucht, in der Situation, wo die Hoffnung aller Nachfolger Jesu Christi für tot erschien, weiterhin zu glauben, dass das nicht das Ende ist. Und Josef legte den Leib Jesu in sein eigenes Grab und so vollbrachte er eine mutige, starke Tat. So erfüllte sich auch die Prophetie, die über Jesus ausgesprochen wurde. Kühnheit macht uns fähig, Dinge zu verändern. Durch mutiges Auftreten wird das Wort ausgesät, fällt auf den Boden des Herzens und wächst und wächst und wächst. Dann kommt immer Frucht hervor. Unsere Devise sollte immer sein, mit Kühnheit dienen, keine Angst zulassen und so Umstände verändern. In diesem Bereich ist Jesus ein Beispiel für uns alle. Matthäus 12, 28. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Ihr Lieben, ich erwarte mir noch Zeiten, wenn ich in ein Restaurant gehe und dort Menschen dämonisiert sind, allein durch meine Gegenwart werden diese Dämonen sich manifestieren und ich werde sie austreiben. Das erwarte ich mir noch. Und das kann sich jeder von uns erwarten, der ein Jünger Jesu ist, ein Nachfolger Jesu. Der Herr sagt, wir werden das Gleiche tun wie er und noch mehr. Jahrelang habe ich gesagt, Herr, ich bin schon dankbar, wenn ich das tun kann, was du getan hast. Von mehr möchte ich gar nicht träumen. Und heute hat er mich gefragt, vor einiger Zeit, kannst du schon mehr tun wie ich? Sag ich, Herr, öffne mir die Augen. Sagt er, ja, ich konnte nur zu der unmittelbaren Menge predigen, die vor mir steht. Du kannst über YouTube zu Tausenden predigen und in einem gemütlichen Zimmer sitzen. Kein Flugzeug mehr nehmen, nicht in fremden Betten schlafen, sondern nur das Wort verkündigen vor der Kamera. Und das tue ich gerne. Also mit Kühnheit geht Jesus die Zerstörungskraft des Feindes an. Jesus sagt damit, dass die Herrschaft des Teufels nicht mehr lange bestehen wird. Denn er selbst ist gekommen, um die Macht des Teufels zu zerstören. Und er hatte damit schon angefangen. Auch wir
als Kinder Gottes, erfüllt mit dem Heiligen Geist, haben diese Vollmacht. Durch die Wirkung von Gott Kraft, Befreiungen durchzuführen und das Reich Gottes in unserer Umgebung zu demonstrieren. Das ist ein Vorrecht der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. 1. Johannes 3,8. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Auch hier können wir von Jesus lernen. Jesus hatte durch Austreibung der Geister das Reich Gottes hereingebracht, in die Orte, an denen er predigte. Jesus ist erschienen, um die Werke des Teufels auch heute noch zu zerstören. Dazu gebraucht er seinen Leib, seine Gemeinde. Ihr Lieben, wenn du nicht in dieser Vollmacht wandelst, komm bitte nicht nach Afrika. Denn dort haben wir Konfrontationen. Wir wissen noch, wo der Teufel sitzt. In Europa weiß man es ja gar nicht mehr, da ist so vieles grau. Aber hier ist es noch schwarz und weiß. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja, also ich freue mich sehr, dass wir in der Zeit leben, wo man nicht als Hexe verbrannt wird, wenn man Dämonen austreibt, was im Mittelalter bestimmt geschehen ist. Ich glaube, wir werden noch Mächtiges sehen, Mächtiges. Ja. Und als Jesus auf dieser Erde umherging und lehrte, sandte er seine Jünger aus, damit sie genauso wie er den Leuten Befreiung bringen und die Menschen heilen sollten. Im Reich Gottes passieren Wirkungen von seiner Kraft. Lukas 10,9. Und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen. Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Liebe Geschwister, nehmt den Auftrag an, predigt das Evangelium, heilt die Kranken und treibt die Dämonen aus. Der Heilige Geist schenkt den Kindern Gottes auch heute noch diese Gaben. Und ich glaube, erst wenn diese Gaben sich richtig manifestieren, so wie der Herr sie vorbereitet hat, bitte nicht zur Show oder um uns einen besonderen Titel zu geben. Ihr Lieben, das sollte der Alltag sein von Kindern Gottes. Dass die Dunkelheit nicht bestehen kann in unserer Gegenwart. Und da lesen wir in Philipper 1,14, nimm diesen Auftrag Gottes an, predige das Evangelium, heile die Kranken und treibe die Dämonen aus. Der Heilige Geist schenkt den Kindern Gottes auch heute noch diese Gaben. Und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben, durch meine Fesseln und viel mehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Der Apostel Paulus berichtet hier über Brüder, bei denen eine Veränderung in ihrem Leben passiert ist. Wenn Männer und Frauen in der Gemeinde Zuversicht gewinnen und dadurch kühner in ihren Handlungen, in ihrer Verkündigung werden, ist das für die gesamte Gemeinde eine große Freude. Ich glaube, dass auch Paulus voller Freude war. Diese Veränderung der Brüder ist zustande gekommen, weil sie sahen, wie sich Paulus während seiner Gefangenschaft verhalten hat. Paulus war mutig und stark. Werde auch du mutig und stark in deinen täglichen Herausforderungen. Es ist alles vorbereitet für uns, damit wir mit Mut das Wort predigen. Ihr Lieben, fast jeden Tag stehe auf und sag, Teufel, stell aus. Dein Tag ist verhunzt. Ich stehe jetzt auf. Und das Licht durchbricht die Finsternis. Der Apostel Paulus lebte uns als ein Vorbild vor. Er ging aber, in Apostelgeschichte 19,8, er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig drei Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. In unserem Wachstumsprozess sind wir nicht immer fähig, überall mit Freimut zu predigen. Denn ihr Lieben, wenn wir was predigen, was sich in unserem Leben noch nicht umgesetzt hat, sind wir scheinheilig. Ich glaube, deshalb spreche ich meine Predigten, sondern ich predige nichts, was ich nicht selbst schon zuerst erfahren habe. Es gibt auch Situationen, wo der Druck auf uns sehr stark wird und wir dem Druck nachgeben. Auch Paulus war in solchen Situationen, so können wir von ihm lernen, wie wir damit umgehen sollen. Er bittet die Gemeinde, für ihn zu beten.
Und ihr Lieben, es ist so interessant, die Waffenrüstung, wisst ihr, den Helm des Heils, die Brustplatte der Gerechtigkeit, den Gürtel der Wahrheit, die Stiefel zur Verkündigung des Wortes Gottes, das Schild des Glaubens und das zweischneidige Schwert. Nichts deckt den Rücken in dieser Waffenrüstung. Für die Rückendeckung brauchen wir das Gebet füreinander. Und da erkennen wir unsere wahren Geschwister, die uns im Gebet tragen. Da bin ich sehr dankbar für. Ja. Im 2. Petrus 1, 10 bis 11 heißt es, darum Brüder, und du hast die Schwestern auch gemeint, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung oder Wählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihr Lieben, mit dem Reich Gottes und dessen Gerechtigkeit bekommen wir auch starke Zusagen für die alltägliche Versorgung unseres Vaters. Für mich ist eine der Lieblingsstellen Matthäus 6, schon mit 28 angefangen, dass wir uns nicht sorgen sollen um Essen, Trinken und Anziehen, sondern es heißt, denn nach diesem allen trachten die Nationen, das heißt die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ich erlebe es. Es ist hundertprozentig die Wahrheit Gottes. Ja, also es wird unsere Hoffnung hier gestärkt und der Vater weiß, was wir benötigen. Wenn jeder von uns sich nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit ausstreckt und bereit zum Gehorsam ist, dann ist es das Wollen und Handeln unseres Vaters, uns das zu geben, was wir benötigen. Darauf zu vertrauen und dafür zu danken, bringt Veränderungen in unserem Leben hervor. Alles hinzugefügt, was wir benötigen. Ja, also und das sollten wir auch unserer Familie, unseren Kindern lehren. Wir sollen diese Zusage in die Herzen der Kinder hineinlegen. In Daniel 2,44 heißt es, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Lasst uns mit Freimut, mit Freude dabei sein. Denn Gott will uns segnen. Weit über unser Vorstellungsvermögen hinaus. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben. Der Lohn der Demut. Demut heißt Gott groß machen. Nicht sich selbst klein machen. Du wirst klein, wenn du Gott groß machst. Und der Gottesfurcht, das heißt, ich respektiere Gott und seine Ordnungen, ist Reichtum, Ehre, Leben. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Shalom, Shalom.